Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets. CMC Markets. Hier sind Trader zu Hause. Zu Gast im DAX-Check Thomas Bergmann vom Anlegermagazin Der Aktionär. Schönen guten Tag, Herr Bergmann. Vielleicht erstmal die Frage, rein nach Technik handeln, kann man das in diesem nervösen Umfeld überhaupt? Es ist schwierig, aber man sieht immer wieder, dass bestimmte Marken einfach doch von sehr wichtiger Natur sind, dass es hier Wendepunkte gibt, dass man auch durchaus mal trendbestätigende Formationen findet oder Bewegungen sieht. Also teilweise ist das schon möglich. Und dann sehen wir hier auch schon den Chart eingeblendet. Welche Marken sind das, die so interessant und so wichtig sind gerade? Also zuletzt war das natürlich die 11.000-Punkte-Marke, die hatten wir kurzzeitig unterschritten. Wir waren im Tief bei 10.860 Zählern, hatten vorher eben die Unterstützung, die anschließend Widerstand wurde, bei 11.200 Punkten. Jetzt sehen wir hier noch den Abwärtstrend eingezeichnet, der im Bereich von 11.600 grob gesagt verläuft. Das sind so im Moment eben die wichtigen Marken, aber man sieht auch, dass wir uns mehr oder weniger im Moment in einem charttechnischen Niemandsland befinden. Und was heißt das jetzt für die Trader? Wie kann man sich aufstellen? Soll man sich überhaupt aufstellen irgendwie? Also wir hatten ja am Mittwoch zwei Long-Positionen empfohlen, waren damit auf der richtigen Seite. Diese Positionen würden wir jetzt schließen vor dem Wochenende. Für den heutigen Tagesverlauf rechnen wir mit einer volatilen Bewegung. Also man kann das schwer sagen. Wir hatten es gestern gesehen, Griechenland, eine Meldung und zack waren wir 180 Punkte oder 160 Punkte tiefer. Also Griechenland wird die Märkte weiterhin beschäftigen und von daher würden wir vor dem Wochenende jetzt erstmal die Position, wie schon gesagt, glattstellen und dann am Montag schauen wir uns den Markt wieder genau an und dann wird es auch wieder eine neue Empfehlung geben. Darauf freuen wir uns. Dankeschön, Thomas Bergmann vom Anlegermagazin Der Aktionär. Schönen Tag und schon mal schönes Wochenende. Danke gleichfalls.